Willkommen zurück zu Turok. Dinosaurier Hunter. Ja, und ihr seht, ich habe jetzt auch wieder besseres Leben und auch schon ein bisschen gute Munition. Das liegt daran, dass ich von Level 3 das Geheimnis noch geholt habe. Und da konnte ich quasi mir noch ein bisschen Heilung holen und ein bisschen Munition. Viel Munition haben wir jetzt nicht. Hier haben wir gerade mal 10 Schuss. Messer, ja, hier habe ich 15. Pistole auch plus 10 Schuss. Ja, da ist halt Schrotflinte jetzt gerade das Beste. So, und wir wollten ja hier Level 6. Müsste das sein? Ja, Level 6. Hatten wir ja schon mal reingeschaut. Und jetzt beginnt es richtig. So, als erstes war ja hier hinten. War ja hier hinten was gewesen, wo wir uns noch was holen können. Einmal frei, Minigun und Schrot. So, und wir haben jetzt ja auch schon 6 Leben wieder. 49 davon, also brauchen wir bloß noch 51 einsammeln. Wir werden schon wieder auf unser neues Leben kommen, hoffe ich doch. Okay. 4 Schuss hast du mir verbraucht. Ja, Leben. Jetzt ist er einfach weggegangen, ohne mir Leben dazulassen. Ich habe einen Sinnlos. So. Wieso kann er die Schrot nicht? Ach so, weil ich 20 habe. Ah, das ist immer ärgerlich. Wir müssen das wieder in den Rucksack finden. Damit wir mehr Munition aufnehmen können. Stirb! Ich sollte nicht zurückschauen. Wir waren da schon, glaube ich, richtig gelaufen letztens, wo wir waren. Ja. So, jetzt haben wir auch ein bisschen. Jetzt weiß ich auch, für was diese Energie ist. Das ist nämlich für die Dingswaffe. Für diese hier. Oh, da ist ein Portal. Ach, schade, weg. Oh, 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 oh. Der hat ja Geschütze vorne drauf. Was für ein... Was ist das hier? Jetzt bestücken sie die Sauriers auch noch mit Waffen. Wollen wir hier warten, bis das Dings wiederkommt? Könnte sein, dass der eine oder andere Saurier hier dann noch auftaucht. Ah, da ist es wieder. Schauen wir doch mal. Uiuiui, guckt mal. Und wir kriegen hier noch eine Waffe. Jetzt haben wir 100 Schuss wieder. Auch nicht so rumeiern, mein Freund. Ey! Okay, da hinten ist auch noch einer. Reicht den von hier schon? Ja, kann ich. Seit wann haben die denn jetzt hier Gegner drin? Das ist ja neu. Müssen wir da auch noch aufpassen. Oh nein. Boah, wie soll man das denn schaffen? Okay, er hat's geschafft. Truck. Da hinten ist auch noch einer. Mitten ins Gesicht. Du Halunke. Boah, habt ihr gesehen, das hat er gerade wieder so einen Rechtsschwenker gemacht. Ah,
da unten ist die Munition von denen. Die gibt's noch mal live. Nein! Ja gut, hier sterben wir ja nicht. Das ist Gott sei Dank. Konnte ich denn hier noch woanders hin? Nee, ich gehe ja hier eine Runde, ne? Schade, dass man da nicht hinkommt, oder? Ach so, da kommt man zum Schluss hin. Schön gerade laufen, Digga. Ah, da muss ich ja nochmal jetzt über die Dinger springen. Da war ich eigentlich froh, dass ich da drüber kam. Hier über den kleinen. Ja, manchmal ist es gut, dann nach unten zu gucken. Einfach gerade laufen, mein Freund. Einfach gerade laufen. Ui, ui. Balken wird ja auch immer dünner. Ach, jetzt hier das Ende. Nein, ich hab's gewusst. Wartet mal. Ich glaube, erledigt haben wir alle soweit. Ach, ich finde das so. Also mit denen jetzt so springen auf die Dinger habe ich ja langsam, musste ich ja da wegen einem Geheimnis auch nochmal machen. Und wie gesagt, man kann ja ein Stück in der Luft laufen und dann erst springen. Aber hier das über die Balken, wenn die immer dünner werden, das ist schon schwieriger. Wie ihr seht, fällt er da gleich mal runter. Ich will aber das Leben am Ende haben. Und mit dem Controller, wie gesagt, da tut er manchmal so nach rechts oder so. Ui, uffa. So. Jetzt werden die Balken... Ja, Mann, ich kapiere das nicht. Dass der immer da runterrutschen muss. Wo müssen die Balken auch so dünn machen? Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich habe in den Einstellungen gelesen, dass da auch eingestellt ist, irgendwas mit Schaukeln. Ah, nee, jetzt läuft er einfach weiter. Und glaub mir, ich habe den Stick gerade nicht berührt. Ich wollte nämlich erstmal ausrichten. Ja, und indem man das hier immer wiederholen muss, ist man ja... Wir schaffen das noch, keine Sorge. Ihr kennt mich ja bei sowas, da brauche ich immer ein bisschen länger. Werd dann aber mit der Zeit immer ein bisschen besser, würde ich sagen. Ja, hier, da wäre es vielleicht schon fast besser, auf den dünnen Balken mal zu springen. So, jetzt haben wir den auch. Oh, der sieht... Nein! Ich fasse es nicht. Springen wir genau daneben. Ich will doch nur hier durch. Ja, ich könnte auch sagen, jetzt gut, gehen wir am Anfang wieder zurück. Aber bis jetzt haben wir ja jedes Bonus-Level hier erledigt. Und ich war froh, dass ich hier drüben war. Der wollte nicht. Jetzt aber. Wow! Aber ich habe extra Leben gekriegt. Soll ich mich damit begnügen? Nein. Warum kann ich denn nicht von hier aus schon darüber?
Na, man muss hier die Runde rennen. Geht nicht anders. Wir probieren es nur einmal. Sollte ich jetzt nur einmal runterfallen, dann gehen wir am Anfang raus, würde ich sagen. Dann kriege ich halt nicht diesen das schicke Leben da. Ja, und das war's. Komme ich überhaupt da raus? Oi, 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 oi. Nee, 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 euch hatte ich ja schon. Ja gut, hier müssen wir sowieso lang. Wir hätten auch da hoch können. Merken wir uns mal den Weg vor, dass der dann noch ist. Was habe ich denn jetzt alles? Habe ich nicht gerade Granaten gekriegt? Gatling habe ich ein bisschen. So, können wir ja mal hier gleich. Und hier ging es ja abwärts, ne? Das wissen wir ja noch. Warte mal, da drüben stand nur ein Gegner. Gibt's doch gar nicht. Alter, wieso? Jetzt verschwende ich die ganzen Pfeile und er tut nicht mal richtig ordentlich. Habe ich denn schon was mit der... Ach, mit der... 60 Schuss, ja. Hier waren doch überall auch. Ach so, da. Oh, hier kam hier um die Ecke nicht auch gleich einer? Ah, da wären wir fast hingekommen. Da unten gab es Rüstung. Oh, da hinten ist einer. Gleich mal abknallen. Wieso komme ich nicht darüber? Da ist ein Rucksack, Leute. Ah, wieso, wie kommt man darüber? Da waren wir gewesen. Hätte ich jetzt etwa um die Ecke springen sollen oder so? Kann ich mir nicht vorstellen. Hatten wir schon. Aha, da hinten. Schön Zeit lassen, wir haben Zeit. Ah, er will ihn hier noch nicht treffen. Jetzt erst. Ah, hier waren ja zwei, ne? Ach Mensch, Leute. Ganze Zeug, hier geht dann alles verloren. Ich verstehe nicht, warum wir da nicht hin können. Naja. Da ist noch einer. Oh, diese Munitionsverschwendung immer. Weil ich das immer nicht gleich treffe. So. Ah, Granaten. Oh, was wollt ihr beide denn? Wollt mich doch nicht ärgern. Schön locker bleiben. Vor allem lassen die auch alle Leben fallen, ne? Ah, da ist noch einer. Ah, wir haben immer noch unsere ganze Rüstung. Das ist gut. Ach, jetzt hat er... Okay, die können wir auch nehmen. Oh, ich würde das gerne alles mitsammeln, weil vor allen Dingen ich ja nicht so viel Munition habe. Man kann hier auch nirgendwo hoch oder so. Erstaunlich. So, da. Immer tiefer hier. Ja, Granaten können wir jetzt nicht mal mitnehmen. Der ist tot, ja. Da ist noch einer.
wenn ich mal hier ein bisschen besser... Ah, ich habe noch getroffen. Das war wieder einer, der langsam stirbt. Oh je. Da ist ein Dicker. Oh, da müssen wir etwas höher ansetzen. Oh, eine hätte gereicht. Habe ich denn keine... Okay. Nehmen wir die. Aber wir können uns doch jetzt die Granaten noch holen, ne? Die ich gerade verbraucht habe. Genau. Super. So, meine Jungs. Achso, hier waren wir ja gerade, wegen dem Ehen. Naja, bis hier waren wir ja auch schon gewesen. Im letzten Part. Hier haben wir nochmal eine Energiezelle. Ah, Mann. So. Ich hasse das, wenn ich was nicht einsammeln kann. Kennt ihr das? Im Spiel, wenn dann alles liegen bleiben muss. Ihr müsst einen Haufen Munition zurücklassen und so. Das ist furchtbar, ne? Aha, kann ich den schon? Hier hinten noch einer. Ich glaube, da oben kommen wir gleich hin. Ne? Man könnte auch hier gleich runterspringen. Aber durch das Portal kommen wir hier hin. Stimmt, hier waren ja die Viecher. Halt, kam da noch einer? Oh, und ich kann keine Schrot mitnehmen, weil ich nur 20 tragen kann. Wie übel ist das denn? Ah, da kamen ja welche, ne? Mann. Vielleicht sollte ich dieses hier ein bisschen schneller machen. Na gut, bis jetzt kam ich gut klar mit. Ich habe zwar dadurch ziemlich viel Munition immer verschwendet, aber weil das hier ein bisschen... Bitter? Was ich meine? Das meinte ich. Weil das eben... Ihr habt auch gesehen, wenn ich von weit an visieren will, ne? Das ist nicht so... Naja. Müsste ich vielleicht mal machen. Ah, furchtbar. Ich habe so 19 Rüstung. Kam hinter mir noch einer? Nee. Oh, was Neues. Ja, Messer. Bitte. Okay, warten. Nein, warten. Ah, der kommt wohl nicht weiter runter. Oh, gerade so noch geschafft. Und wir haben, ja, schon 8 Leben wieder. Hallo? Heißt das, ich muss wieder dahin? Schafft man ja, Gott sei Dank. Oh nein. Bin ich? Wie bin ich denn? Ich wusste doch, dass hinter mir der Abgrund ist. Oh nö. Naja.
Ich und die Abgründe, ne? Das ist ja echt... furchtbar. Wollen wir jetzt mal dahin springen? Dahin meine ich. Der das schafft, sonst verlieren wir noch mal ein Leben. Das muss der schaffen. Weil, wie soll man denn sonst da hinkommen? Seht ihr, da führen ja auch so eine Dinger lang. Ja, schafft er. Und dann können wir nämlich gleich mal gucken, wo es hier hingeht. Ach so, das ist quasi... Ach so, da kommt man auf die Seite, wo die Kunden... Ach nee. Ist quasi das gleiche. Ei, da ist eine Gatling. Haben wir die vorher nicht gesehen? Warte mal, wir sind doch dann hier runter auf die Bretter, ja. Hier runter. Okay, dann hätte man da gleich von Anfang an hin können. Da frage ich mich immer noch, ob ich... Nee, da komme ich nicht hin. Da liegt ja auch gar nichts mehr. Aber da... Das schafft man nicht, ne? Ja, ich will es nicht ausprobieren, weil hier ist nämlich auch noch, ne, wo man abrutschen könnte. Ist aber schade. Den Rucksack hätte ich gern. Ich hoffe, wir finden dann noch einen. So, hier dürfte ja nichts mehr am Leben sein. Ich muss einen Schnitt machen. Jetzt müssen wir nochmal durch die Höhle. Schrot können wir noch nicht mitnehmen, ne? Nee. Ah, diese Mistviecher jetzt. Die sind natürlich immer wieder da, ne? Die kommen immer wieder. Ah, ich bin so schlecht. Jetzt kann ich gleich nochmal zurückrennen und mir die Muni holen. Ah, der war gut. So, dann gehen wir auch nochmal zurück, würde ich sagen. Die Muni holen. Ich hoffe mal, dass die Viecher nicht gleich wieder spawnen. Weil dann war die Aktion total sinnlos. Ah ja, er wollte auch noch sterben. So. Dann haben wir wieder voll. Ja, hier spawnt gleich einer. Aber wenn wir schnell genug sind... So, mal gucken, wo ich hier hin muss. Da. So. Oh, unsere Rüstung ist weg. Schade. Hab ich jetzt hier alle mitgenommen, ja. Und hier kriegen wir wieder volles Leben. Wunderbar. Habe ich da nicht gerade einen gesehen? Aber da ist das ja, wo wir in den Loch reingesprungen sind, ne? Und jetzt geht's hier weiter. So, ist hier jetzt ein ruhiges Plätzchen? Könnte ich hier einen Schnitt wagen? Wir sind fast 25 Minuten. Ihr kennt das ja, wenn ich jetzt weiter renne und dann wieder Feinde und so, ja, dann kommt man gar nicht mehr dazu. Okay, dann machen wir hier mal einen Schnitt und dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Turok. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.